Let's go! Damit mal wieder ein herzliches Willkommen! Man sieht schon mal meine sexy neuen Klingen. Junge, Alter, fass! Ja, ja, ich würde an deiner Stelle schon laufen, Bulle. Ein ganz gefährlicher Hund, Bisteppert. Ich würde sagen, ja, nur eins gehe ich auf. Nur eins, sicherheitshalber. Weil wer weiß, ob man nicht vielleicht doch noch sogar die ganzen Punkte und alles drum und dran gebrauchen könnten. Man sieht sie auch das, was ich schon vorher gemeint habe, wir müssen anscheinend den Arc mit der Evelyn fertig gemacht haben, dann können wir wahrscheinlich starten. Aber ich würde mal sagen, was wollen wir denn überhaupt? Ja, machen wir das mit Mama Wells. Ist, glaube ich, gescheiter, weil das ist so eine verpassbare Mission. Die würde ich gerne mal starten, weil die habe ich bis jetzt, glaube ich, nur... Ja, da ist immer Vorzeig. Mehr Katastrophenvorzeig. Habe ich schon einmal verpasst zum Beispiel oder zweimal. Also entweder, weil ich sie halt einfach nicht angenommen habe, weil ich halt nicht in die ins Telefonbuch alleine geschaut habe und mit der Mutter geschrieben habe, was die auf Move-Basis. Habe ich mir gedacht gehabt, ich schreibe mal nicht mit ihr oder ich reagiere halt noch nicht. Dementsprechend einfach mal Mission verpasst. Finde ich interessant. Dementsprechend machen wir das lieber mal als erstes, bevor irgendwas anderes passiert. Vielleicht auch bei einem gewissen Story-Arc. Kann ja vielleicht möglich auch sein, dass man die vielleicht sogar verpassen könnte. Das kann vielleicht auch möglich sein. Ich würde aber trotzdem sagen, aufpassen jetzt, weil mit dem Fahrzeug da, es ist Katastrophe. Schaut gut aus, fährt sie aber wie eine Missgeburt. Fährt sie aber echt schlimm. Fährt sie aber echt schlimm. Muss aufpassen, muss echt aufpassen. Focus, focus. Jetzt kann man es wehren. Was schießt da aus, Alter? Haritäre, oder? Schießt da aus, was geht. Ah, Wahnsinn. Ja, so, sobald eine gewisse Schnelligkeit am Start hat, steppert alle Weichen aus. Dankeschön. Hi! Kümmer mich um das Stadtzentrum. Wie? Ich weiß. Hab von dir gehört. Ist groß im Kommen. Wenn du was brauchst, ruf mich an. Vino kennt jeden da draußen. Klar, Digi! Sag mal, ich wollte gerade sagen, zeig mal her, was haben wir denn da für eine Nachricht von ihm? Ja, ruf mir mal, da schauen wir einfach irgendwann einmal vorbei, hat er eh recht, passt. Sehr gut. Ah, das sind die nächsten Kämpfe, ja moin! Ich will auch gewissen. Muss ich auch unbedingt machen. Weil der Kampf war ja so einfach gegen die zwei. Ist halt wieder die Frage. Darf ich überhaupt kämpfen mit den Klingen? Das ist wieder das nächste. Das ist wieder interessant. Wer ruft uns jetzt auf? Du bist echt immer auf dem Laufenden. Immer. Wenn du was brauchst, du weißt ja, wo du mich findest. Alter, was ist da los, Alter? Jeder ruft uns jetzt an. Jeder, ja, du musst ja was pullen. Das und das und das. Das ist ja Wahnsinn, Alter. Jeder will jetzt was von uns. Jetzt, wo der Johnny am Start ist. Jetzt geht's richtig ab. Ein bisschen dezent zu nah am Mikrofon, sonst gebe ich dem scheiß Mikrofon an. Und noch ein Beachfight. Oh, der hört sich schon mal gut an, aber. Fährt sich wie eine Katastrophe, Alter. Sag's da. Das andere Fahrzeug wenigstens ein bisschen besser, weißt du? Das ist wenigstens ein bisschen steif. Aber der ist. Hat's vergessen. Ein interessantes Viertel. War ja, glaube ich, bis jetzt noch einmal. Ist aber auch ein Wahnsinn eigentlich im Prinzip. In Night City. Du fährst herum durch die Gegend Bulli. War ich da schon einmal? Das ist echt arg. Das ist echt immer wieder faszinierend, diese Stadt. So riesig. So auf der Karte glaubt man es gar nicht. Aber es ist so eine riesige, fette Welt. Diese Stadt ist einfach der Wahnsinn. Dann schauen wir mal bei Mama Wells vorbei. Hallöle! Muss noch weg. Echt? Der ist sau schwer. Nette Hitten. Was wenn? Muss kurz überlegen. Ist es die Hitten, wo man eigentlich quasi. Warte, ich muss kurz schauen. Schön, dich zu sehen. Ja, ja, das ist die Hitten. Setz dich. Wo wir mit dem Street Kid gestartet hätten. Ja, moin. Oh, cool. Ja, schön, dass wir auch dort hinkommen. Fixe Ansprache. Ja,
kein gutes Gefühl, dass wir hier vorbeigeschaut haben. Irgendwie. Ist schon ziemlich lange her. Wie geht's dir? Ich hab Angst, dass ich hier alle auf den Deckel kriege. Ehrlich gesagt, ging's mir schon besser. Was ist denn los? In der Nacht, als Jackie starb. Sagen wir, seitdem laufen die Dinge nicht gut für mich. Sé cómo te sientes. Todos lo sabemos. Ich bin gerade dabei, eine Ofrenda vorzubereiten. Es ist noch so viel zu tun. Ja, fix. Ich könnte doch helfen. Lass mir wenigstens irgendwas machen. Aber ich schaff das. Dass du kommst, um Lebewohl zu sagen, recht. Eine Ofrenda? Was ist das denn? Freunde und Familie versammeln sich, um die Toten und unsere Erinnerungen an sie zu feiern. Wir geben ihnen mit auf den Weg, was ihnen im Leben wichtig war. Bier wäre bestimmt weit oben auf Jackies Liste. Und Bier wird's auch geben. Ich möchte an der Zeremonie teilnehmen. Wichtig. Aber ich meine, so richtig, wie es die Tradition verlangt. Aber ich habe einfach nichts Gutes, was ich ihm mit auf den Weg geben kann. Du trägst das Herz am rechten Fleck, mi niño. Keine Sorge, das ist nur symbolisch. Such in seiner Garage. Seine Vergangenheit findest du alles dort. Interessant, in seiner Vergangenheit. Jackie hatte eine Garage? Er hat sie meistens für sein Motorrad gebraucht. Macht er irgendwas Sinn? Aber vor einer Weile ist er da selbst eingezogen. Dort findest du ganz sicher was. Ich soll wirklich in seinem Zeug wühlen? No, Mijo. Er ist fort. Und Begräbnisse sind für die Lebenden, nicht für die Toten. Hier, der Schlüssel. Wie groß ist denn bitte die Garage, wenn man drin sogar wohnen kann? Danke, Mama Wells. Schon gut. Aber nicht mehr gern. Du hast Respekt. Das bewundere ich. Die Garage ist am Ripper. Wir haben dezent bis ganz, ganz kleine Eier, dass wir vorbeigeschaut haben. Aber wir haben Eier bewiesen. Wir haben Eier bewiesen und sind wirklich gekommen. Und wir haben vorbeigeschaut gehabt. Aber ich bin gespannt. Garage? Ist ja eh irgendwo klar gewesen, wo er so irgendwo wieder da, wo sein Motorrad abstellt, oder? So geht's mal. Vorsichtig halber. Hey! Ivy. Du hast da einen Schlüssel gekriegt, oder? Sitzt du hier ganz allein? Ist nicht gerade das sicherste Viertel der Stadt, Misty. Ich hab schon mit 10 immer auf der Treppe gesessen. Jetzt bin ich 26. Hätte was passieren sollen, wär's das schon. Was machst du hier? Sitzen und warten. Auf ihn. Obwohl ich weiß, dass er nie mehr zurückkommt. Ich komme immer öfter her. Und sitze. Und warte. Eine Stunde, manchmal zwei. Ich weiß, das ist blöd, aber ich vermisse ihn so sehr. Es ist hart. Willst du dich zu mir setzen? Ja, fix. Überhaupt nehmen wir sie auch für sie ein bisschen Zeit, oder? Ja. Sie war ja auch für uns da. Vielleicht. Kanntet ihr euch schon lange? Unser halbes Leben. Im selben Viertel aufgewachsen. Was? Kannten uns ewig, aber waren nie zusammen. Bis vor einem Jahr. Ja. Das beste Jahr meines Lebens. Ich hätte mir doch gehabt, dass ich die erst vor kurzem kennengelernt und schuste oder irgendwas. Geschlechte. Ganzes Leben lang. Wahnsinn. Jack hat viel von dir gesprochen. Hat immer gesagt, wie viel du ihm bedeutest. Hat er das wirklich gesagt? Bestimmt nicht so, oder? Mag sein, aber er hat so gemeint. Er hat irgendwas gesagt, ich meine Chica. Du kanntest den wirklich. Den echten Jackie. Alle anderen hielten ihn für einen Spinner mit Ecken und Kanten. Aber sie hatten Unrecht. Wie hast du ihn erlebt? Weißt du, was er mal zu mir gesagt hat? Dass er eine Kugel für mich fangen würde. Selbst wenn er dabei drauf geht. Die Worte eines echten Haywood-Jungen. Ein Mann mit Träumen. Zielen. Und jetzt haben die ihn das Leben gekostet. Da drin ist viel von seiner Vergangenheit.
Wieso bist du hier draußen? Hab keinen Schlüssel. Geil. So wie er einen Schlüssel kriegt, wüsste er etwas besser. Aber mir war es wichtig, dass er seinen eigenen Lieblingsort hat. Nur jeder ist aber, wie ich den Schlüssel kriege, aber nicht. Jackie. Wells. Mama Liebling bin. Oh. Mama Wells bereitet einen Abschied für Jackie vor. Ich brauche etwas, das ihm wichtig war. Das könnte jetzt ein bisschen dann in dem Fall groß sein, oder? Sein Motorrad. So früh? Nein, nicht deshalb. Mama Wells und ich verstehen uns nicht gerade gut. Das war so klar. Ich würde freuen, dass ich seine Sachen anfasse und sein Andenken störe. Jackie würde es aber wollen. Das ist wichtiger. Na los. Ich hab schon die ganze Zeit von Anfang an gesagt, ich bin Mamas Liebling. Aber hallo, ja. Wisst ihr, Eppert? Sehe ich jetzt, dass du so wohl der Weiß bist, Eppert. 100.000 andere Sachen aufgehängt und nicht einmal sehr alte. Sieht aus, als hätte er den Auspuff getauscht. Was? Hab ich ihm geraten. Direkt vor dem Job. Naja, dann wenigstens einmal. Also, ich hab gar nicht gewusst gehabt, dass du Mist so welche Pose am Start hast, aber interessant. Kein Man Cave ist komplett ohne sowas, hm? Er meinte, das sind Sammlerstücke. Werden nicht mehr gedruckt. Mhm, klar, nur deshalb hängen die da. Klar doch. Klar doch, Sammlerstücke. Noch voll? Seine Lieblingssorte. Seine strategische Reserve. Nicht anfassen. Warum nicht? Por qué no puedes tocar una reserva estratégica, ba? Basketball, signiert von Dante Gonzalez. Kam auch aus Haywood. Jeder hier hat gespielt, aber Dante hat sie alle alt aussehen lassen. Ich glaube, er war der Erste, der bei den Valentinos ausgestiegen ist. Wie Jackie? Mhm. Die beiden wollten mehr vom Leben. Dante ist jetzt Kapitän der NC Blackouts. Jackie hat gern Gewichte gestemmt, hm? Er meinte, das sei seine Art der Meditation. Hat Fühl immer ich. Gesagt, Handeln sind die besten Zuhörer. Verstehen deine Probleme und geben keine dummen Ratschläge. Mit der Handel rede ich zwar eher weniger, aber ich finde schon, das ist so eine Art Meditation. 2020. Ja. Fühle ich. Fühle ich extrem. Schau noch ganz kurz, ob noch irgendwo was... So, da haben wir noch eine Kleinigkeit im Tagebuch, oder wie? Die Stunde schlägt. Ernest Hemingway. Jack hat das unzählige Male gelesen. Immer vor großen Jobs. Er meinte, der Typ, der es geschrieben hat, war tougher als Morgan Blackhand. Hast du es gelesen? Ist es gut? Ich kam leider nie dazu. Wäre aber ein schönes Andenken für die Ofrenda. Verschlossen. Was da wohl drin ist? Seine Höhle. Da hat er geschlafen. Hat wohl ein anderes Schloss? Sehen wir uns um. Vielleicht ist der Schlüssel hier irgendwo. Das wär's. Einfach aufbrechen. Ich würde so feiern. Einfach aufbrechen, Brudi. Er hat gern an Motoren gebastelt. Mit 15 saß er das erste Mal auf einem Bike. Echtes Wunder, dass er nie den Asphalt geknutscht hat. Ich hätte meiner Meinung nach sowieso irgendein Motorrad oder sonst was dann genommen, wenn man sich für irgendetwas entscheiden muss. Aber anscheinend gibt's da den Schlüssel. Gefunden. Muss ich gleich als erstes reingeht. Oh, Jack. Step, oder? Ja. Ist das jetzt ein Mandala? Geht's nicht. Jetzt wird er nicht da gelassen, aber passt schon. Puh. Die Angst, dass der Chester da verbrennt. Ganze Hitten. Hey, alles okay? Also okay, ich tue so währenddessen noch ein bisschen flabbern. Okay. Ich habe Jackie mal gesagt, er soll die dunklen Energien von hier verjagen. Zum Beispiel mit einem Sandmandala. Er meinte, aus Sand würde er unterschlossen. Ein Heim für die Familie, eine Festung, irgendwas. Hast wohl einen größeren Eindruck hinterlassen als gedacht? Das hab ich wohl. Es ist schön,
Es ist furchtbar. Aber auch das Schönste, was ich je gesehen habe. Ja, ich würde sowieso sagen, scannen wir mal alles durch. Eine Art Andenken. Sein Vater hat ihn und seine Mutter immer damit geschlagen. Bis sich Jackie eines Tages wehrte. Hat ihn krankenhausreif geprügelt und gesagt, beim nächsten Mal bringt er ihn um. Dann war der Alte weg. Verstehe ich, fühle ich. Aufheben. Falls sein Vater zurückkommt. Das muss Jackies Vater sein. Oldschool-Gänger. Valentinus natürlich. Kanntest du ihn? Nur vom Hören sagen. Hat bei Jackie aber nicht gerade schöne Erinnerungen geweckt. Wäre aber auch interessant. Würde ich feiern, wenn wir quasi den Vater treffen. Hübsches Foto. Muss ich ganz ehrlich gestehen. Würde ich geil finden. Würde ich echt, echt geil finden, wenn wir sagen würden, hörst, wir treffen irgendwann mal eines Tages auf Jackie Wells Vater. Oh. Wäre irgendwie cool. Würde ich echt irgendwie feiern, muss ich sagen. Oh. Da kann man sich jetzt echt gut gehen beim Buffer. Ja, moin. 100er ist ein 100er. Wunderschöne Maschine sucht neuen Besitzer. Boah, okay, verkaufen bis deppert. Ja, könnte man vielleicht wenigstens ein bisschen ein Geld machen. Weltmeister in Schwergewicht. Und Dex. Eieieiei. Ich frage mich aber trotzdem, irgendwie habe ich das noch immer nicht so wirklich begriffen mit T-Bug, was mit derer ist. Ein Aquarium? Das gehörte Taco. Und Taco war... Sein Fisch? Zwerghai. Echt winzig. Klingt nach einem ziemlich teuren Fisch. Glaub kaum, dass er den gekauft hat. Also ich wollte gerade sagen, so kann ich da nur irgendwas machen. Und es gibt's. Ja, es kommt immer wieder was Neues, komischerweise. Das ist vorher noch nicht angezeigt worden. Jackies Lieblingstequila. Noch zu. Nein, ein Glücksbringer. Eine der allerersten Flaschen von Jesus de Abajo. Dem Gründer von Sanson Tequila? Davon gibt's weltweit nur noch 100 Stück. Hm. Gehören alle den Reichsten der Reichen. Dann nehme ich die Flasche. Jackie mit. Die bekommen? Eine uralte Abuela hat sie ihm in Mexiko verkauft. Meinte, der Abajo hat ihr Rezept geklaut. Ich glaube, da nehmen wir die Flaschen mit. Die nehme ich, ja. Perfekt für Jackie. Safe, safe. Okay, du hast etwas für die Offrenda. Aber wir könnten uns noch ein bisschen umsehen. Na, ehrlich gesagt, gibt's, haben wir schon fertig, gibt's nichts mehr. Ach ja, typisch Jack. Also, falls man sich vielleicht tendenziell nicht entscheiden könnte, was man nehmen soll, oder wie? Würde ich jetzt einmal kurz behaupten. Kann man nur die... Mehr nicht? Also, von den ganzen Sachen hätte ich mir irgendwie jetzt ein bisschen tendenziell mehr erwartet, oder wenigstens ein bisschen ein Bier. Ja, na gut, dann nehmen wir halt den Kittel auch noch mit. Ein echtes Andenken. Ja. Ich weiß es nicht. Bei dem Andenken, ich weiß es nicht. Weißt du wie? Ich verabschiede mich hier. Mama Wells will mich eh nicht da haben. Hey, das will ich jetzt sowieso nicht hören. Du kommst mit, Deppertei. Du kommst mit. Wenn nicht, gebe ich mir mit der Mama. Was ist zwischen euch vorgefallen? Zwei, wo liegt das Problem? Dafür, aber wir legen sie sich an. Wir versuchen es. Als Schwiegertochter tauglich. Was hat sie denn gegen dich? Ich heiße nicht Camilla und bin nicht Jackies Ex-Output. Camilla war Mama Wells Liebling. Aha. Komm mit, Misty. Es ist ein gutes Recht. Ich will Mama Wells nicht im Weg sein.
es für die Familie. Du warst seine Familie. Da hast du wohl recht. Danke, V. Sie sollte mit. Sie muss also, mit. Gehen wir? Finde ich meiner Meinung nach. Das wäre sonst echt fair. Jeder tut sie verabschieden und sie nicht. Finde ich überhaupt nicht korrekt. Na. Wenn, dann den schon. Wenn, dann muss sie auch mitkommen. Wenn nicht, dann legen wir sie echt mit der Mama. Wenn nicht, dann legen wir sie mit der Mama. Er war ein guter Junge. Wir haben schon begonnen, oder? Und da los. De acuerdo. Das werde ich. Der ist dabei. Jeder ist dabei, oder? Bist du deppert? Ich kenne so die zwar nicht, aber jeder ist dabei. What the fuck? Seit wann kennt sie die? Also du, die ich kenne. Aber der Rest? Danke, dass ihr alle gekommen seid. Ist jetzt Misty eigentlich dabei, oder nicht? Ich werde euch nicht ganz berichten, hin. Wie mein Sohn war. Oder jammern, wie sehr er mir fehlt. Nein, ich erzähle euch eine Geschichte. Als er vielleicht 19 war, war Jackie ein Valentino. Damals hatten sie Krieg mit Maestro. Ich erhielt einen Anruf aus dem Krankenhaus. Er wurde 3-mal angeschossen. Knapp am Herzen vorbei. Als ich ankam, war er bei Bewusstsein. Überall waren Schläuche. Mein Junge sah aus wie ein Tintenfisch. Seit der 50 Cent, oder bist du deppert? Er sagte mir, mach dir keine Sorgen, Mama. Sieh, ich bin kugelsicher. Mir wird nie was passieren. Als ich ging, nahm er seinen Valentinos-Ring ab. Hat mir gesagt, er braucht ihn nicht mehr. Nicht, weil er Angst hatte. Er wollte nur nicht, dass ich mich sorge. Das ganz ein Pass, Mio. Süß. Echt, echt lieb. Frag mich zwar trotzdem bei der Hüfte, wer die sind, aber... Sonst ist nicht schlecht. Wir Mitglieder des Night City Devils Boxclubs haben ein Sprichwort. Mach die, die dich K.O. schlagen können, zu deinen besten Freunden. Ein guter Rat. Jackies Arm war wie eine Kanone. Keiner hat mich je so hart geschlagen. Ich spüre es noch heute. Oh. Kleines Trinchen. 12 Runden, Kumpel. Oh. Me mandó Camporta. Lamenta no estar aquí. Ich verstehe zwar einen Scheißdreck, aber ja, sí. Recuerdo cuando Jackie se nos unió. Era un niño fuerte. Cuando decía que iba a hacer algo, cumplía. Tenía honor. Podría haber llegado lejos. Mis condolencias a la familia. Que descanse en paz. Interessante Ansprache. Noch jemand? Ich erinnere mich gern daran, wie Jack und ich uns das erste Mal begegnet sind. Mein Job war es, ihn und seine Schmuggelware über die Grenze zu fahren. Er hatte geklautes Zeug von Arasaka gekauft. Eine supergeheime, super wertvolle Eidechse. Ich weiß noch, wie er sagte, dass ich aus einer Gegend komme, wo alle zur Familie gehören. Also... Er auch. Jackie Wells. Ja, safe. Wenn dann denn schon seine Freunde. Fix. Der beste Freund, den man sich wünschen kann. Und so loyal, wenn er sich was in den Kopf gesetzt hat. War er bereit, dafür zu sterben. Er sagte einmal, Brother, wir dürfen keine Angst vor den anderen haben. Für seine Lieben
hätte er sein Leben gegeben. Und das ohne zu zögern. Aber das Wichtigste... Den Havarasil Gott als zum allerersten Mal in der Geschichte. Und der rät mehr als wir alle anderen. Irgendwie geil. Jackie liebte das Leben und hatte keine Furcht. Er trug das Herz am rechten Fleck und hat nie lange gezögert. Er dachte, er wäre kugelsicher und wollte zur Legende des Afterlife werden. Und letztlich hat er erreicht, was er wollte. Er hat ein paar reichen Säcken den Arsch versohlt. Wenn er jetzt zusieht, dann zeigt er ihm bestimmt den Stinkefinger. Echt geil, ob jetzt der Saftel zur Verfügung steht im Afterlife. Wenn wir beim Afterlife sind, müssen wir vorbeischauen. Müssen wir unbedingt vorbeischauen und vielleicht einmal schauen, ob es einen vielleicht wirklich gibt. Ja, ich würde definitiv den Tequila hinstellen. Definitiv. Er wollte immer mehr. Mehr vom Leben. Ruhe in Freude, Chum. Ich möchte einen Toast aussprechen. Der Befürs Afterlife bin ich immer da. Geht da noch ein bisschen mehr? Ich bin froh, dass du gekommen bist. Die Offrenda war wirklich schön. Wir haben es schön gemacht. So viele Leute sind gekommen. Selbst dieses Mädchen, auf das er sich eingelassen hat. Sie war ihm sehr, sehr wichtig. Entweder kann ich jetzt weggehen, weil ich würde gerne die Optionen. Ich würde gerne die Optionen fertig machen, um das geht's. Wenn dann den schon, würde ich gern alles machen. Fix. Ich vermisse ihn. Jetzt schon. Ich auch, Kapitän. Ich auch. Auf Jackie. Unterwegs zu einem besseren Ort. Oh ja. Yeah. Fix. 100%. Jackie Wells. Wir gehen da raus, voll fett, ich sag's dir. Oh, Saftel, ja, Saftel da, fix, voll fett. Ich muss weiter, Vic. Klar, wir sehen uns, B. Hey, du! Trinkst du mit uns? Auf Wellness. Ja, safe trinken, aber von. Ja, wollte. Ja, das denke ich mir schon die ganze Zeit. Von wo? Buddy, ich sehe dich das allererste Mal. Woher kanntet ihr Jackie? Sind zusammen durchgestartet. Bei den Valentinos? Nein, im scheiß Bibelbuchclub. Jota, hab nur gute Erinnerungen an ihn. Okay. Ruhe und Frieden da oben, Hermano. Ich glaube, wir kennen uns. Gustavo Horta. Wie? Hab von dir gehört. Lebende Legende. Von mir, Campo und allen Valentinos. Danke. Na gut, warum nicht? Na dann, let's go. Hier fix voll Fettasse. Frieden ruhen. Lieber nicht, aber danke. Er weiß, wann Schluss ist. Schnauze jetzt. Vamonos. Wieso habe ich trotzdem das Gefühl, dass wir den Typen noch mal treffen? Den werden wir fix nochmal treffen. Scheint mit dem Verlust. Irgendwo da ist am. Ja, genau. Weil wenn du Street Kid bist, genau, dann gehst du da die ganze Strecken da entlang und alles drum und dran. Und dann triffst du mit dem einen Typen, der was die ganze Zeit die scheiß Burger neben dir frisst. Eins, ja voll, da die ganze Zeit gefressen, der Hund. Ah, Wahnsinn. Verabschiedest du dich hier von einem der beiden? Ja, kennen wir wenigstens. Pate? Immerhin. Ich verabschiede mich von einem wenigstens guten Mann. Wenigstens an kennen wir. Ich muss doch ganz kurz, ich wollte eigentlich was trinken, aber okay, passt. Also, was meinst du, Padre? Blickt Jackie von da oben auf uns herab? Ich glaube fest daran, dass er Gott begegnet ist. Udi, der feiert eine Orgie da oben. Ich weiß nicht, ob Gott froh über das Treffen war, aber ich denke, Jackie war es. Jackie,
Kanntest du ihn gut? Ich erinnere mich an den Tag, an dem seine Mutter ihn zur Welt brachte. Als sein Vater ging. Und als er dich in seinem Zuhause aufnahm. Ja, wie? Ich kannte ihn ziemlich gut. Wie laufen die Geschäfte so? Das ist nicht der Ort für Geschäftliches. Zeig etwas mehr Respekt. Nee, man kann ihn wohl nachfragen. Ich muss weiter. Dass wir gleich einen nächsten Auftrag kriegen. Ja, mei. Was gibt's denn sonst noch alles zum Tun? Na, da bin ich aber echt gespannt. Finde ich aber trotzdem schön, dass sie das gemacht haben. War auch schon mal ein bisschen wichtig, dass man wirklich auch sagt, okay, passt, man beendet es nicht gleich mit ihr, sondern dass das noch ein paar Nachwirkungen haben könnte und alles drum und dran. Zwar für wie irgendwie ab und zu, so charakterlich dann doch ein bisschen eher weniger, muss ich ganz ehrlich gestehen. So dass man sagt, man hat so eine Art Charakterentwicklung, dadurch, dass halt quasi... immer selbst für ihn sprichst quasi, haben wir eher eine Charakterentwicklung als wie unser eigentlicher Charakter, finde ich persönlich jetzt. Aber so die Antwortmöglichkeiten und alles drum und dran, bin ich extrem gespannt und hoffe, dass ab und zu trotzdem diese ein oder andere Trauer in der ein oder anderen Mission noch vorhanden ist. Wäre cool. Komisch, so eine Jackie hier. Die ganze Zeit das Gefühl, ich drehe mich um und er sitzt an der Bar, auf seinem Lieblingsplatz, wo er immer saß. Gerne. Für Jackie. Ah, schon wieder am Saufen. Amen. Ja, schicke, Schiffe. Schicke. Und auch mit dem Scheißdreck. Ja, noch ein Bulli, noch einer, der war zu wenig. So viel für den Durst. Du willst. Für den Durst. Wenn du sparen wir noch einen. Und dann weiter mit. Passt. Fett. Fix voll fett. Wir gehen da voll fett aus, ich sag's da. Machen wir was. Trink mal an. Das wär's. Ihr Name ist Misty. Was? Misty. Und sie war ihm sehr wichtig. Verstehst du? Na los. Lade sie doch mal zum Essen ein. Das wäre das Mindeste. Weißt du was? Du bist ein guter Mann. Jackie würde wollen, dass du es bekommst. Ganz sicher? Jackie würde mich umbringen, wenn das Teil auch nur einen Kratzer abkriegt. Dann zerkratzt es eben. Ja, fix. Nimm. Sofort. Alter. Ich werde wie du sagst, aufpassen. Na. Neues Fahrzeug, hallo. Kann ich dir nur ja sagen. Let's go, kleine Spritztour. das Ding wird so dermaßen viele Kratzer haben ohne Ende. Bruder, let's go. Und da kommt es, Alter. Ja, aber der fährt einfach 20 Kilometer weiter. Das ist perfekt. Aha.